Manchmal verdunsten die Eiskristalle nach kurzer Zeit wieder. Der Kondensstreifen verschwindet. Manchmal sind die Streifen aber stundenlang am Himmel zu sehen. Die Wissenschaftler vom DLR klären wollen. Unterscheiden sich Kondensstreifen von natürlichen Eiswolken in dieser Höhe? Denn den Einfluss dieser sogenannten Cirruswolken auf das Wetter kennen sie recht gut. Mit ihrem Flugzeug fliegen sie direkt in den Kondensstreifen einer vorausfliegenden Maschine hinein, nehmen Luftproben und machen Fotos der winzigen Eiskristalle. An jedem einzelnen Eiskristall des Kondensstreifens kann natürliche Luftfeuchtigkeit kondensieren und die Kristalle stark wachsen lassen. Die Kondensstreifen-Cirruswolke wächst und wächst. Aus einem einzelnen Streifen wird eine große Fläche, die schließlich nicht mehr von einer natürlichen Cirruswolke zu unterscheiden ist. Noch wissen die Forscher nicht genau, wie schnell diese künstlichen Cirruswolken wachsen und welche von ihnen vielleicht ohnehin entstehen würden. Aber eines steht fest: Diese menschengemachten Wolken am Himmel haben einen Einfluss auf die Temperaturen hier unten auf der Erde.